Ich meine, für heute Abend ist in Erinnerung an diese schöne Demo vor 25 Jahren plakatiert: Nie wieder Deutschland. Ihr könnt euch doch mutmaßlich, also keine unrealistischere Parole vorstellen. Die Schönheit der Parole liegt in ihrem Unrealismus, versteht ihr? Das können wir jetzt ausschmücken. Du fragst, ob zwei besser sind als ein. Wir trinken drei Bier und ich bin dann bei dem Vorschlag, ach, sollte nicht vielleicht doch lieber Polen an den Niederlanden grenzen. Ganz herzlich willkommen, liebe Genossinnen und Freunde und Freundinnen. Ich begrüße euch ganz herzlich im Namen der veranstaltenden Gruppen, das Ökolinks Antirassistische Liste, die Ökologische Linke, die Antifa-Kritik und Klassenkampf. Genau. Der knackige Titel unserer Veranstaltung heute lautet Nie wieder Deutschland. Darum wird es gehen. Unterstützt wird die Veranstaltung zudem von der Emanzipatorischen Linken Offenbach, von der FAU, der Freien Arbeiter- und Arbeiterinnenunion, dem Sozialrevolutionären Krisenbündnis, der Krisengruppe Frankfurt und der Fantifa. Der Anlass für unsere Veranstaltung heute dürfte wohl niemandem entgangen sein, der sich in den letzten zwei Tagen in Frankfurt aus dem Haus gewagt hat. Die Bundesrepublik Deutschland feiert sich und ihre Einverleibung der DDR vor 25 Jahren. Sie konnte damals nicht nur ihr Territorium erweitern und sich als das einzig wahre Deutschland feiern, sondern auch die gesamte Industrie der DDR dank der Treuhand günstig ans Kapital verscherbeln, so wie sie heute sich die gesamte Infrastruktur Griechenlands einverleibt. Seitdem versinkt jedes Jahr eine andere deutsche Großstadt in den nationalen Rausch, wenn dort die Feierlichkeiten, die an dieses Ereignis erinnern sollen, ausgerichtet werden. Letztes Jahr hat es Hannover getroffen, dieses Jahr müssen wir Frankfurterinnen drunter leiden, und in zwei Jahren wird es unsere Nachbarstadt Mainz treffen. Wiesbaden ist dieses Jahr gerade noch mal davongekommen. Der Grund: zu klein und zu kaffig für solch ein pompöses Fest. Wir versuchten heute und schon das ganze Wochenende zusammen mit einem noch größeren Bündnis und noch weiteren Gruppen so gut wie möglich gegen diese Feierlichkeiten anzustänkern. Bereits gestern gab es eine Demonstration unter dem Motto Grenzen abschaffen, Deutschland überwinden, an der sich ca. 1500 Leute beteiligt haben und bei der wir gezeigt haben, was wir vom deutschen Nationalismus halten. Heute gab es den ganzen Tag über verschiedene Störaktionen bei der Fete, unter anderem dem Internet konnte man entnehmen, dass zum Beispiel verschiedene Stände der Polizei geschlossen werden mussten wegen Buttersäure und ätzendem Gestank und auch... Das ist ja fies. Ja. Und auch der Besuch des Kriegstreibers und bundesdeutschen Oberpfaffen Gauck wurde gestört. Mit dem Sozialrevolutionären und Antinationalen Krisenbündnis haben wir auch zu diesen Aktionen mobilisiert und dabei vier Aspekte rausgegriffen, die uns für die momentane Kritik an den deutschen Zuständen besonders wichtig erschienen. Ich will sie kurz nennen, aber nicht ausführen, um den beiden Referentinnen nichts vorwegzunehmen. Also, diese Aspekte waren: erstens, der neue deutsche Imperialismus und die imperialistische Rolle der BRD innerhalb der EU. Die hat sich natürlich zuletzt ganz offen gezeigt, als der sozialdemokratischen griechischen Regierung ein Austeritätsmemorandum auferlegt wurde, das die beiden vorherigen Memoranden in den Schatten stellt und die humanitäre Krise
in Griechenland verschärfen wird. Der zweite Punkt war der bundesdeutsche Geschichtsrevisionismus, der unter anderem mit einem neuen Schub des Militarismus einherging und geht. Erinnert sei hier nur an Fischer und seine Bombardierung Belgrads. Drittens, Deutschland als Fluchtursache, EU-Grenzregime und bundesdeutscher Rassismus. Viertens, man muss die Scheiße fühlen als gute Laune unter der Deutschlandfahne. So brachten wir viertens im Aufruf die ideologische Funktion des Nationalismus auf den Punkt. Das waren die vier Aspekte, die ich noch mal kurz nennen wollte. Den Aufruf findet ihr sicher auch noch vorne am Büchertisch und bei den Materialien rumfahren. Jutta macht sowieso darauf aufmerksam, dass vorne ihre Bücher zu erwerben sind. Brauche ich jetzt oder? Nicht mehr. Ja, genau. Die Jungle World hat in ihrer Ankündigung der Veranstaltung heute geschrieben, dass es sich um ein Treffen der Nie-Wieder-Deutschland-Veteraninnen handelt. Das stimmt auf der einen Seite insofern natürlich, als beide Diskutantinnen an den Aktionen damals beteiligt waren gegen die Wiedervereinigung 1990. Aber natürlich stimmt es auch nicht, weil es heute nicht nur um Anekdotisches gehen soll, sondern darum, wie geil es ist, Demos mit 20.000 Leuten gegen Deutschland zu veranstalten. Also, ich stelle euch kurz die beiden Referentinnen und ihre Themen vor. Als erstes wird Jutta Dittfurt sprechen. Jutta war in den 70ern unter anderem in der Anti-AKW-Bewegung aktiv und hat aus diesem Bewegungsschwung heraus die Grünen mitgegründet, die sie dann 1991, als sie politisch unhaltbar wurden, wieder verlassen hat. Seitdem ist sie in der ökologischen Linken organisiert, ist Stadtverordnete für die Wählervereinigung Ökolinks, antirassistische Liste, hält Vorträge und schreibt Bücher. Sie war 1990 Teil der Organisation Radikal Linke, die zwei große Demos gegen die Wiedervereinigung unter dem Motto Nie wieder Deutschland organisierte. Jutta wird in ihrem Beitrag gleich die Kritik an der deutschen Nation seit dem 19. Jahrhundert nachvollziehen. Unser zweiter Referent ist Thomas Ebermann. Thomas Ebermann war in den 70er Jahren Mitglied des Maoistischen Kommunistischen Bundes und dort unter anderem in der Betriebszelle aktiv und war Ende der 70er Jahre Teil der antiken AKW-Bewegung. Aus dieser Erfahrung heraus gehörte Thomas dem Flügel des KB an, der Anfang der 80er Jahren in die Grünen übertrat und es dort bis 89 aushielt. Auch Thomas war Teil der radikalen Linken und an der Nie-Wieder-Deutschland-Kampagne beteiligt. Heute schreibt er Bücher und Theaterstücke und hält Vorträge. Thomas wird in seinem Beitrag die Entwicklung der deutschen Gesellschaft seit der Wiedervereinigung nachvollziehen und kritisieren. Wie Marx einmal bemerkte, bleiben die deutschen Zustände ein Gegenstand der Kritik, obwohl sie unter dem Niveau der Geschichte und somit unter aller Kritik stehen. Aber auf eure Kritik freuen wir uns heute ganz besonders und jetzt übergebe ich das Wort an Jutta. Schönen guten Abend. Ich habe mir gedacht, dass ich nichts doppeln will, was bisher an den Einheitstagen an Kritik geäußert wurde und lange überlegt, was ich mache. Und wahrscheinlich ist das das ganz falsche Konzept, aber jetzt ist egal. Ihr seid da. Notfalls schließen wir die Tür. Kennt ihr diesen wunderbaren Song von Nina Simone, Mississippi Goddamn? Der fiel mir ein, als ich auf der Suche nach einem Titel für meinen Vortrag war und deswegen heißt er jetzt Verfluchtes Deutschland. Ich überspringe, ich mache sozusagen einen völlig asymmetrischen, völlig unsystematischen, aber sehr planvollen Ritt durch die deutsche Geschichte. Ich überspringe aber, was euch sicher freuen wird, Kreuzzüge, Judenpogrome, Hexenverbrennungen, Bauernlegen, Ständegesellschaft und feudalistischen Terror und beginne gleich mit der jüngere Neuzeit, nämlich dem gewaltigsten Krieg der neueren Zeit, wie Marx ihn nannte, dem zwischen Deutschland und Frankreich 1870-71 und damit auch dem Zeitpunkt, an dem das Deutsche Reich gegründet wurde. Preußen wollte alle anderen deutschen Länder unter seiner Führung einigen und mit diesem Krieg baute es sein neues Reich sehr gezielt auf Bergen von Leichen. So fing nämlich dann die ganze Scheiße an. Eine Intrige Bismarcks provozierte Frankreich dazu, Preußen den Krieg zu erklären. Preußen schien das Opfer, auch die Opferrolle hat viele Geschichten. Preußen aber war bis auf die letzte Eisenbahnschiene vorbereitet, Frankreich nicht. Die deutschen Heere plünderten, brannten Dörfer nieder, massakrierten und vergewaltigten. Am bittersten ermordeten sie Zivilistinnen, die es wagten, Haus und Hof auch noch bewaffnet zu verteidigen. Das deutsche Militär nannte sie Franc-Tireur, Freischärler und ermordete sie meistens auf der Stelle. 70 Jahre später
so ein kleiner Flash in der Geschichte, manchmal mache ich winzige Zeitreisen. 70 Jahre später würden die Deutschen diejenigen Menschen, die es wagten, sich gegen ihre Vorherrschaft und den Einmarsch zu wehren, Partisanen nennen und nicht viel anders mit ihnen umgehen. Die Deutschen belagerten Paris 5 Monate lang, sie bombardierten es mit Kanonen von Krupp, sie hungerten die große Stadt aus, die Menschen aßen Ratten. Als Frankreich den Krieg verloren hatte, demütigte und plünderte Deutschland den Erbfeind und die Deutschen krönten den Kaiser, Wilhelm I. war es, ihres neuen Reichs im Schloss von Versailles und bürdeten Frankreich 5 Milliarden Goldfonds als Reparationszahlung auf, was ein bisschen skurril ist, weil der Krieg hatte vor hauptsächlich auf französischem Boden stattgefunden. Übrigens werden diese immensen Tributzahlungen nie erwähnt, wenn es um die Versailler Verträge von 1918-19 geht. Paris war im Krieg gegen die Deutschen nicht zu verteidigen gewesen, ohne die Arbeiterklasse zu bewaffnen. Sie ließen sich ihre Waffen dann aber leider nicht mehr abnehmen. Im Kampf gegen die Restauration und Kaiserreich erhob sich am 18. März 1871 in Paris die erste proletarische Revolution der Welt, die Pariser Kommune. Ihr blieben ungefähr 70 Tage, was ihr in dieser Zeit, dafür reicht die Zeit hier nicht, was ihr da aber gelang, ist unfassbar. Dann ließ Bismarck zur Ausrottung des revolutionären Paris die gefangene bonapartistische Armee frei. Unterstützt von den deutschen Truppen, die Paris noch belagerten, marschierten die französischen Truppen nach Paris ein. Das heißt, die Konterrevolution siegte, weil die siegreiche deutsche und die besiegte französische Armee sich verbündeten, gleich nach dem Krieg, trotz aller Todfeindschaft, mit dem Ziel des gemeinsamen Abschlachtens des Proletariats. Man kann sagen, eine Vorwarnung für das spätere EU, Europa und andere Ereignisse. In einer Woche wurden 30.000 Menschen massakriert in Paris, Kinder, Frauen, Männer. Die Leichen der Kommunardin stapelten sich wie Treppenstufen den Montmartre hinauf. Die in die Stadt zurückkehrenden Bourgeois beschwerten sich, dass es in den Parks nach Tod stank und hier und da noch Leichen aus dem Gras schauten, die nicht ordentlich vergraben worden waren. In den Memoiren deutscher Offiziere, die nicht so oft gelesen werden, ich finde sowas hochinteressant, werden drei Dinge ganz besonders deutlich. Erstens der extreme Hass auf die sogenannten Mégères, auf Frauen, die Barrikaden verteidigten, Schmauchspuren an den Händen hatten oder einfach nur Hosen trugen. Sie wurden geköpft oder erschossen. Also das mit dem Köpfen ist keine Erfindung des IS. Die Kommune hatte den Frauen gleiche Rechte verschafft und aller Menschenfreiheit ausgeweitet. Das war natürlich Bedrohung für die deutschen Verhältnisse. Und es fällt in diesen Memoiren auf, der deutschen Offiziere rassistische Wut auf die französische Regierung, weil die afrikanische Soldaten in ihren Truppen eingereiht hatte. Frankreichs böser Plan, so unterstellte die deutsche Elite, war es, das germanische Blut zu verunreinigen. Deswegen musste man die Truppen auch vom deutschen Boden weghalten, damit das mit dem germanischen Blut nicht so passierte. Und auffällig in den Offiziersbriefen war das Selbstbild Deutschlands. Der Krieg habe von der Züchtigung des gottlosen und liederlichen Frankreichs durch das fromme und sittliche Deutschland gehandelt. Das sei die Aufgabe gewesen. Das einiges so vertraut klingt, dafür kann ich nichts. In diesem sittlichen Deutschland kam August Bebel 2 Jahre in Festungshaft, weil er, während die Kommune massakriert wurde, im Reichstag seine Meinung äußerte und sagte, dass ihr wenige Jahrzehnte vergehen, der Schlachtruf des Pariser Proletariats, Krieg den Palästen, Friede den Hütten, Tod der Not und der Müßiggang, da gehe ich nicht ganz mit, der Schlachtruf des gesamten Proletariats sein wird. Auf den Hügeln vor der Stadt, das muss man sich bildlich vorstellen, unten brennt es und es fließt Blut und die Leute werden erschossen und Kinder werden ermordet, stießen die deutschen Offiziere mit geraubtem französischem Champagner an auf das brennende Paris und auf ihren doppelten Sieg über den Erbfeind und über die Revolution. Marx zog eine zentrale Lektion aus dem Kampf der Kommunen. Aber die Arbeiterklasse kann nicht die fertige Staatsmaschinerie einfach in Besitz nehmen, diese für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen. Die Maschine ist zu zerbrechen, damit eine wahrhaft radikale, humane Gesellschaft entstehen kann. Man kann das lesen als eine frühe, sehr gut begründete Absage an jedwede Form von Reformismus. Marx schrieb auch, die Kommunen wollte das individuelle Eigentum zu einer Wahrheit machen, indem sie die Produktionsmittel, den Erdboden und das Kapital, jetzt vor allem die Mittel zur Knechtung und Ausbeutung der Arbeit, in bloße Werkzeuge der freien und assoziierten Arbeit verwandelt. Aber dies, schreibt Marx ironisch, das ist doch denn der Kommunismus, der angeblich so unmögliche Kommunismus.
Das Deutsche Reich, also auf Bergen von Leichen gegründet, erlebte eine Hochkonjunktur. Die 5 Milliarden Goldfonds waren die Anschubfinanzierung fürs deutsche Kapital. Aus kleinen und mittleren Klitschen wurden Konzerne und Großbanken, als da wären Krupp, Thyssen, Siemens, Höchst, Bayer, BASF, Deutsche Bank, also Chemie, Stahl, Kohle, Textilien. Aus einer verspäteten Agrarnation wurde eine Industrienation. Was man heute verharmlosend Globalisierung nennt, hieß damals bald Imperialismus und sollte heute auch noch so heißen. Dem Kapital wurde das deutsche neue große Reich bald zu klein. Da half dann ab eine Berliner Konferenz, manchmal sehr diffamierend Kongo-Konferenz oder Afrika-Konferenz genannt, von 1884. Da platzierte sich das Deutsche Reich an die Seite der großen Kolonialmächte. Innerhalb von 20 Jahren enteignete es 1 Million Quadratkilometer und 12 Millionen Menschen von Namibia bis China, von Togo zum Pazifik. In der Schule lernen wir meistens, dass Deutschland zu spät kam und ganz klein und England viel böser. Alles Quatsch, wenn man sich es genauer anguckt. Das Deutsche Reich war territorial das drittgrößte, nach seiner Bevölkerungszahl das fünftgrößte Kolonialreich der Welt. Außensekretär von Bülow rechtfertigte 1897 im Reichstag die militärische Aggression gegen China, die Bucht von Kiachau, wird keiner wissen, wo die liegt, im Hafen von Tsingtau, und begründete den imperialistischen Kurs Deutschlands so. Die Zeiten, wo der Deutsche dem einen seiner Nachbarn die Erde überließ, dem anderen das Meer und sich selbst den Himmel reservierte, wo die reine Doktrin thront, diese Zeiten sind vorüber. Und er schließt mit den Worten: Wir wollen niemanden in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne. Und damit war nicht die deutsche Fernsehlotterie gemeint. Deutschland baute eine Seemacht auf, um die englische zu schlagen. Das war der Plan. Der Deutsche Flottenverein, finanziert von Schwerindustrie, darunter Krupp, norddeutschen Reedern und sächsischen Textilindustriellen, war bald mit 1 Million Mitglieder die größte Massenorganisation deutscher Staats- und Kapitalinteressen. Wer in den alten Fotoalben der Familie, falls es sowas gibt, blättert, das ist der Grund, warum manche eurer Urgroßväter damals auf den Kinderfotos Marineanzüge trugen. Deutschland ist nicht in den Ersten Weltkrieg geschlafwandelt, wie uns vor allem seit letztem Jahr eingeredet werden soll. Deutschland hat auch den Ersten Weltkrieg gewollt und vorbereitet. Was heißt denn Platz an der Sonne? Die deutschen Sonnenstrahlen schienen auf das Osmanische Reich, als Wilhelm II. 98 um die Jahrhundertwende ins Osmanische Reich reiste, verbarg sich hinter dem Prunk seines Auftritts ein nüchternes geostrategisches und ökonomisches Kalkül. An seiner Seite reiste Georg Siemens, Vorstandssprecher der mächtigen Deutschen Bank, welche Konzerne wie AEG, Krupp, Siemens, Mannesmann, Bayer und BASF finanzierte. Das war schon damals untrennbar. Siemens Anliegen war der Bau der Bagdadbahn von Konstantinopel, heute Istanbul, bis nach Bagdad zum Zweck der ökonomischen Durchdringung des Nahen Ostens und eines von Russland, Frankreich und England ungestörten Zugangs zu wertvollsten Ressourcen in Asien. Außerdem ging es um Absatzmärkte und um militärische Stützpunkte für die deutschen Handels- und Kriegsflotte. Siemens schrieb bald darauf ans Auswärtige Amt, dass die Entwicklung des Exports deutscher Industrieerzeugnisse in die Türkei erfreulich sei. Deutsche Offiziere halfen dort auch bei der Reorganisation der türkischen Armee und sorgten für den Absatz deutscher Rüstungsgüter. Deutsche Waffen von Krupp und Mauser standen in der Türkei damals schon an führender Stelle. Für so gute Geschäfte, das muss man doch verstehen, duldeten die Deutschen die Massaker an den Armeniern von 1895 und 1909 und den Genozid von 1915. Kaiserliche Militärs, also Deutsche, lieferten das armenische Personal der Bagdadbahn sogar an ihre Mörder aus. Proteste gab es dann nur, weil die Route Aleppo-Bagdad bald von Vertriebenen verstopft war und die Krankheiten der Verhungernden leider auf die deutschen Truppen übergriffen. Der deutsche Botschafter meldete nach Berlin, es sei die erklärte Absicht der türkischen Regierung, die armenische Rasse im türkischen Reich zu vernichten. Und Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg erwiderte: Unser einziges Ziel ist, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten, gleichgültig, ob darüber die Armenier zugrunde gehen oder nicht. Deutsche Außenpolitik, wie immer. Der Platz an der Sonne. Die Sonne strahlte auch nach China, wohin Wilhelm II. 2000 Soldaten schickte zur Niederwerfung des sogenannten Boxeraufstands und ihnen die Order gab,
Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht. Die berühmte Hundenrede. Es gibt manchmal heute Medien, die sich wundern, dass noch in den Kriegsreportagen über den Zweiten Weltkrieg US-amerikanische Kriegsreporterinnen die Deutschen als Hunden bezeichnen. Da liegt der Hintergrund. Alles selbst gemacht. Ein gewisser General von Lettow-Vorbeck war dort für die Massaker an der Zivilbevölkerung mitverantwortlich. Seine Erfahrungen in China konnte er dann als erster Adjutant von Generalleutnant von Trotha im Kampf gegen die Herero und Nama im heutigen Namibia nutzen. Ihr Aufstand gegen die koloniale Unterdrückung wurde ihnen, sagte Lettow, mit allen Mitteln ausgebrannt. Also wie man so einer Herde Vieh so einen Stempel einmarkiert, ausbrennt eben. Bei ihnen hieß das mehr, sie wurden ohne Wasser in die Omaha-Wüste getrieben. Wer dort nicht starb, wurde erschossen. Das galt für Kinder, Frauen und Männer. 85.000 Herero und mehr als 10.000 Nama verloren dort ihr Leben. Bis heute liegen übrigens sterbliche Überreste der Menschen zu rassistischen Untersuchungszwecken ins Reich gebracht, noch in den Lagern in der Charité in Berlin. 100 Jahre danach wird dieser Völkermord von Deutschland immer noch nicht offiziell eingestanden. Ich glaube, die frühere Entwicklungshilfeministerin Vizorek Zeul, die sich selbst für eine Linke hält, hat mal gebetet mit irgendwelchen Herero-Nachfahren, aber nichts anerkannt, könnte ja Geld kosten. Und die letzte Delegation, ich glaube, das war im letzten Jahr, von Herero- und Nama-Nachfahren, bekam nicht mal einen billigen, feuchten Händedruck von unserem Freiheitskämpfer Gauck. In der Kolonie Deutsch-Ostafrika, Tansania, wurde dieser Lettow, er ist nur ein Beispiel für andere. So lang reicht es ja nicht, also ich mache das ein bisschen reduziert auf einzelne Muster. Lettow wurde 1914 Kommandeur der Schutztruppe, die Askari, die Einwohner Tansanias, nannten ihn den Herrn, der unser Leichentuch schneidert. Plünderung, Folter, Massaker, Vergewaltigung, Morde an Kriegsgefangenen und standliche rechtliche Erschießungen als System. Was man sagen kann, ist, ihre Kolonien waren den Deutschen das blutdurchtränkte Schlachtfeld und ideologisch wie praktisch das Trainingsfeld für kommende Menschheitsverbrechen. Deutsche Militärs übten Kriegsmethoden ein, die eines Tages an der Ostfront und im Kampf gegen Partisanen und Juden benutzt werden würden. Und so ist es mehr als eine Anekdote, dass dieser Lettow-Vorbeck zum Beispiel glaubt, und das war Mainstream-Wissen unter den deutschen sogenannten Schutztruppenoffizieren, als er die Maasai in Tansania traf, glaubte er, dass er nun die Urjuden kennengelernt hätte. So wurde das kolportiert und so findet man es in sogenannten rassekundlichen Werken jener Zeit. Das war ihre Bildung. Zu Hause in Deutschland diente Lettow Hindenburg als Beweis für die Dolchstoßlegende. Hatte Lettow, der in Afrika gegen eine Übermacht gekämpft hatte, nicht erst Wochen nach der deutschen Kapitulation aufgeben müssen? Reichswehrminister Noske, SPD, ernannte Lettow-Vorbeck im März 1919 zum Kommandeur einer Reichswehrbrigade und auch die SPD jubelte dem Helden von Afrika zu. Lettow zeigte auch in Deutschland, wie man mit minderwertigem Menschenmaterial, solche Kategorien bitte bei mir immer die Anführungszeichen mitdenken, wie man mit minderwertigem Menschenmaterial umzugehen hatte. Armut und Hunger lösten 1919 in Hamburg die sogenannten Sülze-Unruhen aus. Lettow schlug sie auf Befehl Noskes mit 10.000 Mann nieder. Die deutsche Sonne schien auch mit der ganzen Fülle ihres Sonnenscheins auf Togo in Westafrika herab. Dort wird, unbekannt, in der Schule meistens nicht gelehrt, dort wurden Konzentrationslager, Sammel- und Konzentrationslager hießen sie damals, eins bei Misahöhe und eins in Kluto, errichtet. Die Menschen von Togo galten den Deutschen als minderwertige Rasse, Rasse immer in Anführungszeichen, weil es gibt sie nicht, den Tieren nah, aber immerhin arbeitsfähig. Deswegen galten sie, die Menschen von Togo, als der koloniale Hauptwert, als das organische Stammkapital dieser deutschen Musterkolonie. Wenn dann das organische Stammkapital krank wurde, wenn die Kolonialherren Menschen verdächtigten, etwa an der Schlafkrankheit erkrankt zu sein, also unproduktiv werden zu können, wurden sie gejagt wie Tiere. Aufwiegler, also Gefangene, die sich wehrten, wurden nicht selten zu Tode gepeitscht von diesen sittlichen Deutschen. Die Firma Hoechst, ich könnte natürlich jetzt auch zeigen, was andere Konzerne in anderen Teilen der Welt, in anderen Kolonien, aber ich dachte so aus Rhein-Main und Frankfurter Bezügen, nehme ich mal die Hoechst AG. Die Firma Hoechst, die ja auch mit den Kapitalen aus dem gewonnenen Krieg ordentlich Schub bekommen hatte,
die lieferte an diese Konzentrationslager in Togo hocharsenhaltige Medikamente. Mit ihnen führten deutsche Ärzte ab 1906 Menschenexperimente durch. Ein Arzt schrieb nach Berlin, seine Patienten seien, Zitat, eine gut gezogene und willige und in der Hand der Verwaltungsbehörden befindliche Bevölkerung, welche die therapeutischen Experimente in allen Konsequenzen leicht durchführbar und aussichtsreich erschienen ließe. Die Opfer litten an schweren Qualen, Nervenschädigung. Im ersten Lager starben alle Patienten. Als Deutschland den Ersten Weltkrieg glücklicherweise verlor, sah man sich in Berlin als Opfer mal wieder und jammerte, die Deutschen, gemeint war Togo und Kamerun und so weiter, die Deutschen wurden des Landes verwiesen unter der gemeinen Lüge, dass wir die Eingeborenen schlecht behandelt hätten. Zitat Ende. Heimatfront, SPD. Mit der Weiterentwicklung des Kapitalismus kam natürlich noch mehr Elend, was auch sonst. Während der politischen Verfolgung durch die Bismarckschen Sozialgesetze, Sozialistengesetze, wurden in der politischen Lyrik, die der Arbeiterbewegung und den Sozialdemokraten nahestand, Naturbilder und Allegorien zu Metaphern des Aufbruchs. Deswegen finden sich in den Gedichten, aber auch in der Malerei und in den Illustrationen jener Zeit so viel kitschige Elemente. März, Morgen, Sonne, Licht, goldene Freiheit und so weiter. Die Lieder sind zum Teil ja heute noch durchgesungen werden, durchdrungen von sowas, von solchem Kitsch. Diese Rücksicht auf staatsanwaltschaftliche Verfolgung sowie die kleinbürgerliche Bewunderung für die hohe bürgerliche Kunst förderten die Aussonderung politisch aggressiver Texte. Clara Zetkin schrieb 1904 an Franz Mehring, ich zitiere, fast alle Leute, die in unseren Reihen literarisch etwas verstehen, sind in ekelhaftester Weise verkunstwartelt. Sie haben kein Verständnis dafür, dass das Proletariat auch auf künstlerischem Gebiet die bürgerliche Kultur nicht bloß übernehmen kann, sondern mit der Umwertung aller Werte beginnen muss. Und Erich Mühsam schrieb seine antireformistischen Spottverse Revoluzzer und widmete sie der deutschen Sozialdemokratie. Viele Sozialdemokraten glaubten an einen automatischen Fortschritt in der Geschichte. Der große Kladderadatsch, der Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaft, erschien ihnen als unumstößliches Gesetz. Da mischten sich Untertanengeist, der Einfluss Lassalles und das Unverständnis für die marxische Analyse. Wenn aber die goldene Zukunft des Sozialismus so gewiss war, ehernes Gesetz der Geschichte, warum um den Preis von Verfolgung und Exil allzu offen an die Interessen des Proletariats anknüpfen, war doch nicht nötig. So half die Flucht in die Allegorien, einerseits die Zensur zu überlisten, andererseits beförderte sie die Abwendung von der sozialen Wirklichkeit, den Verlust an Kampfbereitschaft und den Weg in die Unterwerfung unter die Interessen der Herrschenden. Steht aber die soziale Revolution still, nimmt die Konterrevolution Fahrt auf. Das gilt gestern wie heute. Zu den politischen Folgen gehörte, dass die Metallarbeiterzeitung 1906 einen Generalstreik ablehnte, zugleich aber allegorisch gedämpft zu Kampf und Sieg aufrief, aber so eingepackt, dass es keiner wirklich ernst nahm. Es war eine Art kultureller Vorbote für den gewerkschaftlichen Beschluss von 1914, alle Streiks abzubrechen, um die Kriegsziele des Kaiserreichs nicht zu gefährden. Wir reden ja oft davon, oder es wird öfters davon gesprochen, dass Karl Liebknecht allein da stand mit seinem Votum und wie weit die SPD in diesen Krieg mitführte. Man spricht aber nicht sehr selten darüber, finde ich, woher das kommt und was es für einen Vorlauf gegeben hat dahin und warum das wohl so war. Der Weg in den Reformismus war eben auch ein Weg in den Nationalismus. 1914 schrieb der junge sozialistische Arbeiterdichter Heinrich Lersch das Lied Soldatenabschied mit dem Refrain: Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen. Wie gesagt, der Autor ist ein Sozialist und Mitglied der Bewegung. Natürlich wurde dieses Lied von den Nazis genützt. Und jetzt ein kleiner Flash, eine Zeitreise nach 1971 in Hamburgs Straßen schlugen Spießer, ich habe da mal gewohnt, meine langhaarigen Freunde. Wir verbrachten die Nächte in Musikkellern, hassten das riesige Kriegerdenkmal nahe Dammtor. Es war von 1936 und Soldaten marschierten dort in Vierreihen. Wer das jemals gesehen hat, wird es nie vergessen. Ich glaube, es gibt kein schrecklicheres Kriegerdenkmal. Und wir überlegten lange, wie wir es zerstören konnten. Es war technisch ziemlich schwierig. Es trug die Aufschrift, Deutschland muss leben, wenn wir sterben müssen. 10 Jahre später kam zum Glück Slime mit, Deutschland muss sterben, damit wir leben können.
1981 war das, glaube ich. Ich erzähle euch nichts über den Ersten Weltkrieg, nichts über Novemberrevolution, über die SPD bis heute. Wenn ich das allerdings dem neuen Vorsitzenden der SPD in Frankfurt erzählen würde, würde er vielleicht gar nicht wissen, was ich meine, wenn ich sage, irgendwie seid ihr doch immer zwischen Noske und Ebert. Zwischen Figuren von Noske bis Sigmar Gabriel, von Friedrich Ebert bis Helmut Schmidt. Nichts erzähle ich euch von dem von der SPD abgesegneten Mordauftrag an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Und auch in den Texten über ihren Mord und in den Texten der Freikorps, die beteiligt waren, finden wir die gleiche mordlustige und extrem sexistische Sprache deutscher Offiziere über die aufständische Frau. Ich erzähle auch nichts, das muss ich hier nicht. Nicht euch, nicht in diesem Raum, vom Zweiten Weltkrieg, Wehrmacht, Polizeidivision, SS, Ostfront, Judenvernichtung und so weiter. Ich pick mir nur was raus, damit es einen kleinen dünnen Faden durch meine kleine Geschichte geht, meine kleine deutschenfeindliche Geschichte. Die IG Farben, zu der die Chemiekonzerne Bayer, BSF, Höchst fusioniert hatten, betrieben in Auschwitz ein eigenes Konzentrationslager, Auschwitz III, Monowitz. Die IG Farben bestellten bei Rudolf Höss, dem Kommandanten von Auschwitz, zum Beispiel einmal 150 Frauen für höchstens, man handelte noch ein bisschen, von 200 auf 170 runter pro Kopf. Und trotz ihres auffällig miserablen Gesundheitszustands, immerhin kamen sie aus einem KZ, schienen sie brauchbar. Es gab dann einen Abschlussbericht dieser Menschenexperimente. Die Versuche sind vorgenommen worden, alle Versuchsobjekte sind gestorben. Wir werden sie in Kürze betreffend einer neuen Lieferung benachrichtigen. Das nur für die, die immer sagen, die IG Farben sei den Nazis hinterhergezogen. Und das kann man ja auch in den Firmengeschichten heute immer noch lesen. Sie waren ja nicht schuld. In Wirklichkeit waren sie die treibenden Kräfte natürlich. Im IG Farben KZ starben bis 1944 30.000 Menschen, die meisten innerhalb von wenigen Wochen. Vernichtet durch Arbeit, in allen IG Farben-Lagern mindestens 400. Da wurde der Reichtum geschaffen, auf dem die saturierte BRD errichtet wurde. Und das gilt für alle großen Konzerne, die damals schon existierten und heute noch. Die durchschnittliche Lebenszeit, wie gesagt, einige Wochen. Und wer nicht mehr produktiv war, kam ins Gas. Auch daran verdiente die IG Farben, denn die Firma Degesch, die Zyklon B herstellt, wir kennen ja De Gusser in Frankfurt, war zu 57% eine IG Farben-Tochter. Ein Mythos, dass die IG Farben den Nazis nur folgte, ist es, sie wie andere Konzerne auch waren, wie ich schon sagte, die treibende Kraft. Übrigens wusstet ihr, dass die Wehrmacht impotent war. Ich überlege, dass ich ein Plakat mache mit dieser ketzerischen Behauptung. Nicht eine einzige slawische, wie den Anführungszeichen zu hören, eine einzige slawische Untermenschin wurde jemals von irgendeinem deutschen, edlen, sittlichen Offizier vergewaltigt. Sowas machten nämlich nur die alliierten Sieger mit den armen deutschen Opfern. Überhaupt war das eine sehr dunkle Zeit, als diese Nazis von einem anderen Planeten gekommen zu sein schienen und über die Dichter und Denker Deutschen herfielen und sie zwangen, wozu auch immer, eine dunkle Zeit, in der die Deutschen bis heute immer noch nicht alles sehen. Sie mussten ja auch dauernd an der Geschichte stricken, also im Dunkeln stricken ist anstrengend, bis sie als verstrickt galten und nicht als verantwortlich. Das galt es zu vermeiden. Nach 1945, ich lasse weg, wie rasch im Westen die Entnazifizierung dem Antikommunismus der neuen Religion wich, wie die aus dem Krieg zurückkehrenden Männer alte patriarchale Verhältnisse wiederherstellten. Ich lasse weg die Zeit, als Nazis unsere Verwandten.